Zurück. Dieselbe Stimme, aber in der Gegenwart. Gestern habe ich die Interviews geführt. Heute sitze ich hier zusammen mit Marcel Steinacher in der Kommentatorenkabine. Nachher kommt noch ein dritter Kollege. Da freuen wir uns dann noch auf Alfred Knasmüller. Aber jetzt Five. zurück auf die Bühne, Marcel. Jawohl, wir sind schon im nächsten Spiel drinnen zwischen Jensen Walker und 140. Justin Oeschger aus der Schweiz. 60. Also, Jensen Walker. 58. Das ist ein Spiel aus der Gruppe A. Und das erste Leg 100. ging schon an Jensen Walker. Der übrigens beide seine vorigen Spiele mit 13-0 99. gewonnen hat. Im Vergleich zu dem Schweizer, der eine Partie 3 zu 2 gewonnen und eine 3 zu 2 verloren. Eleven. Das heißt für ihn jetzt auch schon wichtig, dass er diese Partie da nach Hause bringt. Aber ich denke, das wird einer der 57. schwereren Gegner sein. Ja, Jensen Walker. Ein großes Talent. 70. Jetzt hat er auch die Möglichkeit für das erste Leg. Ist schon das zweite. Für das zweite, Entschuldigung, ja. 89er Das bin ich Doppel schon. 16, Doppel 8. Game shot and the second Und das leg. macht er. 2 zu 0 für Jensen Walker. Jensen. Jensen Walker. Das ist wie Jensen Button damals in der Ja. Formel 1. Das muss das so. 88er 20. Schnitt. Finne? Jensen Button war da nicht Finne? Ich weiß gar nicht. Jensen Button war ein Brite, War ein der Brite? Engländer. Oh, Ja. 140. Ja, ich bin da nicht in der Materie. 140, Jensen Walker. Das sieht nach einer schnellen Nummer aus. 85. Spielt auch bis hierhin 88,41 im Average. Das ist schon sehr, sehr stark. 96. Der Schweizer tut sich da schwer, 95. dass er danach kommt jetzt mit der 95. Er macht das eh nicht so schlecht. Also 72er Average ist auf dem Niveau echt auch okay, aber 57. wenn dein Gegner so spielt, mit fast 90 und jetzt auch wieder 100er Average in diesem Leg. 22. Und diese 22 wird ihm jetzt, glaube ich, offiziell und endgültig das Genick brechen. 60, 80, 99. 99, stellt sich 109. 109. Das Finish, das Raymond van Barneveld gespielt hat, um Phil Taylor 2008 bei den UK Open zu schlagen. 45. Random Facts, manchmal auch in diesem Livestream. Triple 19 oder Triple 20? Triple 20 hat ein Single 19, 57. kann er nicht. Stellt sich auf 52. Das sollte nach 15 Darts, das vielleicht hält er den 88er 56. Schnitt. Dafür müsste er jetzt in zwei Darts löschen. Jensen Walker für ein glattes 3-0. 27, Doppel 16. 36. Ah, verpasst er. Bisschen Double Trouble, aber er darf ja nochmal, weil Justin Oeschger 45. nicht richtig. Er hat jetzt ein Finish, Aim aber das wird shot, ihm nicht viel end of nutzen, match. glaube ich. Weil es ist vorbei, es ist aus, es ist ein 19-Darter, immerhin noch. Und es ist Jensen Walker, der mal eben kurz. Wir entschuldigen uns dafür, dass wir ein bisschen später draufgegangen sind, haben das erste Leg verpasst. Aber ich glaube, wir haben noch genug gesehen, um zu sagen, da hat vielleicht eben auch einer der Turnierfavoriten mitgespielt. Ja. Also Thomas Banks aus England, wir haben ihn eben im Interview gesehen und sein Teamkollege Jensen Walker, der macht das mit genauso viel Klasse, möchte ich sagen. Bist du beeindruckt? Ja, also 85 Average, es war bisher seine stärkste Partie. Ich